Sein Verhalten ist inakzeptabel. Öffentliche Unterstützung ist erforderlich. Nein. Danke. Ich will keinen Nachtisch. Wir müssen schnell handeln. Er fühlte sich allein in der Menge. Der Prozess der Herstellung eines Produkts wird als Fertigung bezeichnet. Ich höre Musik. Mir war so schlecht, dass ich nicht wach bleiben konnte. Ich war so aufgeregt wegen der Party, dass ich nicht still sitzen konnte. Wenn es nicht regnen kann, gehe ich raus. Im Mittelpunkt des Treffens zwischen den beiden Führern standen Handelsabkommen. Bereicherung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben. Ich werde mein Buch nächsten Monat fertigstellen. Die Agentur arbeitet, um Obdachlosen zu helfen. Wir segelten auf dem See. Ich werde die richtige Königin machen. Können Sie ausrechnen, wie viel Geld wir noch haben, nachdem wir die Rechnungen bezahlt haben? Ich werde die Tür öffnen und sehen, was los ist. Wir vermieten, ich werde ins Bett gehen. Der Junge spielte mit dem Spielzeugauto. Vandalismus ist ein Verbrechen. Ich habe viele Ziele. Ich werde alles zerstören, was du aufgebaut hast. Ich kann es kaum erwarten, es wieder zu sehen. Die Bar ist ab 6 Uhr morgens geöffnet. Ich werde Mittag essen. Er trägt immer ein Lächeln. Ich muss ein neues Auto kaufen. Die Vereinbarung wurde von beiden Parteien unterzeichnet. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Das Team gewann um Haaresbreite. Die Gebühr für den Flughafentransfer beträgt 10 US-Dollar pro Person. Ich glaube Ihnen. Er hat viele Freunde. Ich möchte meine Zeitschriften nicht für viele Dinge verlieren. Ich will nicht so viel für die Verlorenen verlieren. Ich bin 9 Jahre alt und gehe zur Schule. Mir fällt nichts Besonderes auf. Ich brauche etwas Schlaf. Wenn es nicht rutschig ist, gehe ich raus. Ich habe viel mit meiner besten Freundin gemeinsam. Ich verspreche, schnell zu sein. Ich habe den Ball getroffen. Ich gehe zur Party. Willst du mitkommen? Ich werde wahrscheinlich alles auflisten, was ich tun muss, um organisiert zu bleiben. Ich dachte, du würdest dich freuen, mich zu sehen. Ich möchte ein neues Haus kaufen. Ja. Ich möchte eine Tasse Kaffee. Bitte. Ich wurde unter den Sternen geboren. Das Wetter war klar nach dem Sturm. Ich weiß nicht, ob ich mit der Wahrheit umgehen kann. Eins, ich möchte meine Liebe nicht verlieren, um gut auszusehen. Wirst du auf einem Hasen reiten? Umweltthemen werden wichtiger denn je. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstehe. Aber kannst du es mir erklären? Das Essen ist unvergleichlich. Ich gehe zu den Tennisplätzen. Eins, mir fällt daran nichts Besonderes auf. Besonders im Sommer wird es hier sehr heiß. Ich habe nicht genug Zeit. Ich gehe ins Skigebiet.
Bürgerrechte sind für alle Bürger wichtig. Anzahl der Personen, die häufig im Büro vorkommen. Das Bildungssystem des Landes musste reformiert werden. Ich besitze eine Packung Orangen. Ich muss meine Haare schneiden. Reagieren Sie auf unsere Bitte um ein ruhiges Zimmer? Ich denke, wir sollten sie umsetzen und versuchen, sie zum Funktionieren zu bringen. Mir fällt da nichts Besonderes auf. Ich weiß nicht viel darüber, aber ich bin bereit, es zu lernen. Ich gehe zum Strand. Ich werde alles zerstören, was du aufgebaut hast. Ich habe eine tolle Idee für einen neuen Job. Ich habe Schmerzen in meinem Arm. Ich gebe Ihnen eine Liste mit Wörtern, die Sie für Ihre nächste Lektion wiederholen können. Ich nehme eine Suite. Ich gebe das Buch in die Bibliothek zurück. Aber ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung ist. Er hat Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu beheben. Ich werde versuchen, die Augustsonne mit der Atmosphäre zu verbinden. Wir alle applaudierten, als der Kapitän das Siegtor erzielte. Ich glaube nicht, dass das Shirt dir gehört. Er musste sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Die Entwicklung neuer Technologien erforderte erhebliche Investitionen. Haben Sie ein Restaurant? Ich rufe meinen Freund an, um zu sehen, ob er verfügbar ist. Ich war so schüchtern, dass ich nicht sprechen konnte. Ich will nicht so viel für die Verlorenen verlieren. Ich gehe zum Bahnhof. Beim Autofahren muss man aufpassen. Der Lehrer muss ihre Prüfungen benoten, bevor er ihre Endnote berechnen kann. Ich bin um 18 Uhr zu Hause. Die internationale Gemeinschaft ist daran interessiert, Frieden und Sicherheit zu fördern. Er kann einen Marathon in weniger als 4 Stunden laufen. Ich versuchte, das Paket mit einer Hand zu balancieren und mit der anderen die Tür zu öffnen. Die Dame im roten Kleid ist sehr schön. Ich werde entspannen. Ich mache meine Hausaufgaben. Ich bin im Zimmer mit den Pflanzen. Ich gehe ins Büro. Wandern in den Bergen ist mein Favorit. Ich muss aus dem Haus meiner Eltern ausziehen. Ich rufe meinen Freund an, um zu sehen, ob er verfügbar ist. Ich habe den Film absolut geliebt und kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Ich möchte meine niedrigen Preise für viele Dinge nicht verlieren. Ich gehe auf den Markt, um etwas zu essen zu kaufen. Die Trommeln waren so laut, dass ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren konnte. Was ist dein Lieblingsessen? Ich muss in den Urlaub fahren. Ich bin im selben Raum wie du. Ich glaube nicht, dass er mich sehr mag. Ich habe nicht viel Zeit. Ich kann nicht glauben, dass es schon Dezember ist. Die Zeit vergeht wirklich, wenn sie Spaß haben. Ich werde die Atmosphäre an die Augustsonne binden, um zu versuchen, sie hineinzuziehen.
Ich bin in die Stadt gekrochen. Ich denke, wir sollten sie umsetzen und versuchen, sie zum Funktionieren zu bringen. Die Tür war offen, also ging ich hinein. Sie bildeten eine Gruppe, um gegen die Politik der Regierung zu protestieren. Ich bemerke nichts Ungewöhnliches. Ich bin mit den Spielsachen im Zimmer. Ich gehe zur Bank. Ich bin mit den Spielsachen im Zimmer. Ich gehe ins Restaurant. Ich wollte nicht hinsehen. Könnten Sie bitte mein Kleid zuknöpfen? Ich kann die Spitze nicht erreichen. Ich verbringe immer gerne Zeit mit ihm. Ich werde schlafen. Ich kann nicht glauben, dass ich wach bin. Ich weiß nicht, warum Sie das tun. Ich gehe in den Garten. Sie schüttelten sich fest die Hände. Ich muss mein Haus verkaufen. Ich möchte meine Verluste nicht für die Maschine verlieren. Ich habe viel Mut. Weißt du, wie spät es ist? Er bringt mich zum Lachen und ist immer an meiner Seite. Ich genieße es, über verschiedene Kulturen zu lernen. Ich werde nach Hause gehen. Ich muss aus dem Haus meiner Eltern ausziehen. Hast du ein Fitnessstudio? Ich helfe ihnen, die neuen Wörter auszusprechen, die wir gelernt haben. Ich gehe gleich zur Arbeit. Ich möchte meine Verluste nicht wegen niedriger Preise verlieren. Könnten Sie bitte erklären, was Sie meinen? Ich werde eine Filiale eröffnen. Ich brauche die Presse. Ich gehe schlafen. Nach wem suchst du? Dies ist die beste Methode, die ich gefunden habe, um Pflanzen gesund zu halten. Zwei Häuser unbeschreiblich. Ja. Wir haben mehrere Suiten. Wenn es nicht feucht ist, gehe ich raus. Ich habe eine Kuh in der Stadt gesehen. Ich hasse die Farbe Schwarz. Wahrscheinlich mag ich ehrliche und aufrichtige Menschen. Ich möchte meine Zeitschriften nicht verlieren, weil ich gut aussehe. Wahrscheinlich sortiere ich meine Schuhe ordentlich in meinem Schrank. Ich gehe ins Theater. Wir müssen einen Aktionsplan erstellen. Ich bemerke nichts. Extra Fit und Fährmann ist meine Lieblingsmesse. Ich will nicht so viel für die Verlorenen verlieren. Ich bin in die Stadt gekrochen. Er hat den letzten Teil des Buches zu Ende gelesen. Ich habe Schmerzen. Ich wohne in der Stadt, komme aber ursprünglich aus der Grafschaft. Es waren nur wenige Leute bei der Versammlung. Ich gehe zur Südseite der Stadt. Ich bin im oberen Zimmer. Ich merke nichts Besonderes an der Art und Weise, wie die Dinge gerade laufen. Wir gingen auf die andere Seite der Brücke. Er wird nächste Woche für seine Prüfung lernen. Der Offizier ölt oft seine Waffe. Ich habe Müsli zum Frühstück gegessen. Ich werde heute an dich denken. Welches ist Ihr Lieblingskino? Ich achte sehr auf mein Papier. Es gibt ein neues Restaurant in der Stadt. Ist Ihnen das schon einmal passiert? Ich muss etwas Milch holen.
Ich habe bei meinem Mathe-Test geschummelt. Sie bauen ein neues Haus um die Ecke. 1. Ich gehe ins Einkaufszentrum. 1. Ich gehe ins Fitnessstudio. Ich habe ein neues Auto. Berücksichtigen Sie die Auswirkungen Ihrer Handlungen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ich weiß, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann. Können Sie mir bitte helfen? Ich gehe in den Garten. Ich gehe heute Abend mit meinen Freunden in den Club. Es ist wichtig, die richtige Grammatik anwenden zu können. Ich habe Eier zum Frühstück gegessen. Das macht Sinn. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es verstehe. Ich fahre am Sonntag. Ich kann nicht leugnen, dass ich mich ein wenig deprimiert fühle. Ich werde Klebeband verwenden. Während ich schlief, betrat jemand den Raum. Ich schicke dir die Details unseres nächsten Treffens per SMS. Es liegt mir am Herzen, das Leben anderer zu verändern. Ich verbringe immer gerne Zeit mit ihm. Ich überprüfe meine E-Mails, bevor ich das Büro verlasse. Lieber Gott, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Ich gebe Ihnen eine Liste mit Wörtern, die Sie für Ihre nächste Lektion wiederholen können. Er pflegt seinen Körper durch regelmäßiges Training. Ich bin nicht neugierig. Ich bin nur neugierig. Ich mag Speck. Ich kann es jeden Tag essen. Der Akt des Vandalismus ist illegal. Die Bevölkerung des Landes wächst. Dieses Wochenende pflanze ich meinen Weihnachtsbaum. Ich gehe ins Fitnessstudio, um zu trainieren und mich in Form zu bringen. Beweisen Sie, dass Sie es können. Ich habe großes Verständnis. Welcher ist dein Lieblingsstrand? War der Regen leise? Lenken Sie Ihre Wut auf die richtige Person. Das Unternehmen sucht einen neuen Produktmanager. Ich dachte nicht, dass dich das interessieren würde. Nach dem Meeting gehen wir essen. Ich bin im Badezimmer. Ich gehe nach Hause. Die Wohnung ist wunderschön. Wir treffen uns hier seit einem Jahr jeden Montag. Ich gehe zum Bauernhof. Der Erfolgsfaktor ist harte Arbeit. Das Unternehmen sucht einen neuen Finanzmanager. Die Innenstadt ist belebt. Ich gehe ins Schwimmbad. Ich bin Student und möchte meine Noten verbessern. Ich genieße es, über verschiedene Kulturen zu lernen. Ich fühle mich, als würde ich träumen. Ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist. Ich möchte meinen Verlust nicht verlieren. Nächstes Jahr wird er sein Abitur machen. Der Hund bellte laut, als sich der Lieferbote dem Haus näherte. Könnten Sie bitte erklären, was Sie meinen? Ich esse mit meinen Freunden zu Mittag. Der Drama-Club führt ein Stück über eine Ente auf, die versucht, ihren Weg nach Hause zu finden. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage entschied sich das Unternehmen, seine Expansionspläne fortzusetzen. 3. Wenn es keinen Schneefall gibt, gehe ich hinaus.
Eine andere Möglichkeit ist, ein neues Projekt zu starten. Ich werde um 20 Uhr am Flughafen ankommen. Das Flugzeug flog über den Wolken. Ich werde dein Konzert verpassen müssen, weil ich arbeiten muss. Die Sonne ist sehr hell. Ich will mich nicht lächerlich machen, indem ich zu viel trinke. Ich bin im Zimmer mit den Spielen. Die Situation übersteigt die Macht des menschlichen Verständnisses. Wenn es dunkel ist, gehe ich nicht raus.